Moin moin und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia 2, Kapitel 6, gut genutzte Zeit. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, was uns jetzt erwartet. Okay, sind aufgestanden, wir sind frisch und munter. Wir haben wieder unsere alten Sachen an. Warum? Und wer ist das? Oh, und wer sind die? Oh. Vitus Caletta? Ja? Was wollen Sie? Ich verhafte Sie wegen illegalen Verkaufs von staatlichen Rationsmarken. Mitkommen! Was? Einer von der Tankstelle hatte mich verpfiffen. Sie haben Mama so lange zugesetzt, bis sie verraten hat, wo ich bin. Aber sie wussten nicht, für wen ich arbeite, und ich hielt die Klappe. Henry besorgte mir über Don Clementi einen Anwalt. Ich saß schwer in der Scheiße. Obwohl, wenn die Bullen wirklich über mich Bescheid gewusst hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Als besonders schwerwiegend, angesichts der Tatsache, dass sie den Staat um Ressourcen betrogen haben, zu einer Zeit, in der unser Land sie am dringendsten benötigt. Mr. Scarletta, Sie als hochdekorierter Kriegsveteran. Der Mann war gut, aber nicht mal er konnte mich rauspauken. Der Fall war von Anfang an klar. 3 Monate später wurde das Urteil gefällt. Vittorio Antonio Scarletta. Für Ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes verurteilt Sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. 10 Jahre? Für Benzinmarken? Alter. Hartman Federal. Na super. Willkommen in der Hölle, ihr Süßen. Oh, Frischfleisch! Ja, teilt ein Bettchen mit uns. Jede Menge fette Beute, Leute. Der Bundesknast. Diebe, Mörder, Kinderschänder. Hier war alles vertreten. Der Abschaum der Menschheit. Los, in einer Reihe aufstellen! Bleibt genau hinter mir! Und bloß keine Dummheiten! Oh, First Person. Tja, Leute, und damit herzlich willkommen zu A Way Out. Nein, Eieiei, das kann ja was werden. Kann ja was werden. Okay, links haben wir Asiate, rechts haben wir die Schwarzen. Wirklich auch alles noch so in Grüppchen aufgeteilt, ne? Willst du Ärger machen, du Hurensohn? Ich? Nein, nein. Oh, Alter. Oh, Alter. Was ist los? Gefällt dir das, du Verdase? Darf ich? Hey, darf Blödmann, ich sag's nicht zweimal. Ab in die Reihe. Hä, willst du mich verarschen? Oh, Leute. Vorwärts. Stehen bleiben. Und rechts um! Da ist rechts! Ah. Schlag die Lausche auf, ihr Arschlöcher! Mein Name ist Captain Terence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet, weil ihr keine Ahnung davon habt, wie man sich draußen anständig benimmt. Damit eins klar ist: Euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage. Oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir. Okay, ihr Arschlöcher.
Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Und jetzt im Gänsemarsch mir nach. Ja, der nette Herr hat aber ein nettes Bärtchen, ne? War der damals noch nicht verschrien? Willkommen beim Friseur, Ladies. Oh, ihr nö. Werdet gleich verflucht scharf aussehen. Ach, komm schon. Hey, ich auch? Bei mir kann man nichts mehr abrasieren. Halt's Maul, Glatzkopf. Ha. Ejo. Ja, cool. Sind wir doch im Knast. Okay, Abmarsch. Ey, du Saftsack. Tu, was man dir sagt. Alter. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hör zu, Süßer. Wenn du nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich ins Loch. Mir nach. Hey, ich hör doch zu. Ich mach doch alles, was ich machen soll. Dankeschön. Oh, Einzelzelle. Ja, cool. Und kein Mops, ihr Arschlöcher. Ey, Jungs, mein Regal ist kaputt. Ey. Ja. Benutze das Bett in der Zelle. Ich will mich jetzt nicht hinlegen. Können wir eigentlich ausbrechen? Das wäre noch was. Gut, ab ins Bett. Was anderes können wir sowieso nicht machen. Was mache ich denn da? Ich sehe mich nicht. Da. Mein Zuhause für die nächsten 10 Jahre sah scheiße aus und roch nach Pisse. Da hätte ich mir noch lieber in Europa die Kugeln um die Ohren pfeifen lassen. Ah, da wäre ich mir nicht so sicher. Naja. Drei Tage später? Nichts. Dann erhielt ich die Nachricht von Joe, ich solle einen gewissen Leo Galanti kontaktieren. Er könnte mir hier drin helfen. Ohne Freunde überlebst du hier nicht lange. Mhm. Ich wollte doch mal gucken, wir sind Gefangener 1790. Okay. Kann man hier Leute anlabern? Oh ja. Entschuldigung, wo ist Leo Galanti? Zieh Leine. Danke. Hey, ich muss mit Leo Galanti reden. Welcher ist denn das? Hey, Freundchen, zitter ab. Oh, sind ja alle so freundlich hier. Meine Fresse. Hier rein? Nein, auch nicht. Ja, cool. So. Ich will zu Leo Galanti. Hey, Freundchen, zitter ab. Oh, Leute, ey. Wollen wir mal hier gucken. Ich suche Leo Galanti. Weißt du, wo er ist? Hey Mann, beweg deinen Hintern und geh mir aus der Sonne. Alter, hast du schon mal nach oben geguckt? Hier gibt es keine Sonne. Und du? Willst du Leo Galanti? Das bin ich dir nicht auf die Nase. Okay. Nein, nein, nein. Die nehmen wir nicht mehr hoch. Die heben wir nicht mehr auf. Es ist zu... Hey, ich muss mit Leo Galanti reden. Welcher ist denn das? Kacke mit dem Zensieren. Der Mann hat einen Mumm in den Knochen. Hä? Was? Oh, Typ, Alter. Ich suche Leo Galanti. Weißt du, wo er ist? Ach, der alte Knacker, der den ganzen Tag Schach spielt. Danke. Endlich. Ein alter Knacker, der Schach... Keine Überlebenschance. Was? Ja. Eure Stützpunkte. Achso, und jetzt kann ich nicht mehr mit irgendwelchen was meinst du? Kannst du Leuten reden. Ja gut, wer spielt denn hier Schach? Das ist kein Schach? Hallo? Den kenne ich doch. Du bist der Ithaka, der mit Barbaro bei dem Juwelier war. Wegen euch sitze ich in diesem Drecksloch. Nein, du sitzt, weil du ein bescheuertes Arschloch bist. Wisst ihr was, Jungs? Meine Ma hatte recht. Es gibt einen Gott!
Und er hat dich hergeschickt, damit ich dir heimzahlen kann. Du Dreckskerl. Und zwar mit Zinsen! Der bekloppte Ire. Gar nicht mal so schlecht. Wie wär's mit der Wette? Okay, das ist dann wohl Leo. Ja, ich hab alle Knochen speichern. Okay. Kriegen wir hin. Komm schon, du dämliche Affe. Der bescheuerte Ire, der mit seinem Auto in den... Oh, das war gar nicht mal so gut. Der in den Juwelier reingekracht ist und sich beschwert, dass die Bullen kommen. Als damals, als ich deiner Mutter eine Kartoffel in den Arsch geschoben habe. Was zur Hölle? Oh, das gibt es nicht. Alter. So eine Schwuchtel wie dich verputze ich zum Frühstück. Hättest du ein paar Schwuchteln zum Frühstück? So. Ach, Typ. Ja, gleich. Lass ihn doch erstmal hier. Nein, nicht gut. Nicht gut. Auch nicht gut. Alter, der hat gesessen. Das war nicht ich. Alter, das gibt es nicht. Alter. Scheiße. Boah, Leute. Was passiert denn hier? Okay, mein Leben füllt sich wieder. Das ist gut. Seins auch. Das wäre ärgerlich. Scheiße. Alter. Okay. Ah, der nette Mann mit dem netten Bärtchen. Hey, wollt ihr mich... Was zur... Warum kriege ich wieder eins drüber? Jetzt hast du ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, was du getan hast. Alter, ich liege doch schon in der Zelle. Zusperren. Mein Gott. Na gut, O'Neill hat mir fast die Rübe abgeschlagen, aber ich habe mich gewehrt und glaubt mir, im Knast zählt das eine Menge. Mhm. Zwei Tage später. Also insgesamt fünf Tage nach. Wie lange wollen Sie ihn noch da drinnen lassen? So lange, bis er seine Lektion gelernt hat. Ach, wen interessiert das? Ist er fit genug, um zu boxen? Denk schon. Nach der Prügelei im Hof haben ihn die Jungs nicht mehr so hart angefasst. Da ist er drin. Aufsperren. Komm in die Gänge, Skeletta. Da will dich jemand besuchen. Mein Name ist Leo Galanti. Ich habe gehört, du willst mich sprechen. Ja, einer von Clementis Jungs hat mir gesagt, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Scheiß auf Clementi. Ich bin nicht für den Schutz seiner Leute hier drin zuständig. Aber ich habe gesehen, wie du den Ian O'Neill bearbeitet hast. In dir scheint was zu stecken. Komm mit, Kleiner. Okay. Alle mal herhören. Das ist Vito. Der gehört jetzt zu uns. Pepe hier hat einen wichtigen Kampf vor sich. Gegen O'Neill. Er braucht einen Sparringpartner. Und nach dem, was ich im Hof gesehen habe, bist du der richtige Mann für den Job. Du hilfst uns ein bisschen, Junge. Und als Gegenleistung stehst du ab jetzt unter meinem Schutz. Wer weiß, vielleicht lernst du ja auch das ein oder andere dabei. So ein Angebot kann ich kaum ausschlagen. Ich mache keine Angebote. Okay, Männer. Dann gehen wir die Sache mal an. Wie, und ich bin jetzt der Boxsack vom unglaublichen Hulk? Okay, heute arbeiten wir mal an deinem Konterschlag. Vito, verpasst Pepe ein paar Schläge. Versuch, sein Riesenkind zu zertrümmern. Pepe, du weichst dem Schlag so aus, wie ich es dir gezeigt habe. Nutz den Schwung und schlag dann zurück. Also, dann legt mal los, Jungs. Okay. Los, Pepe. Oh. Zieh dein Riesenkind ein, verdammt. Der Kleine ist gut. Wow, ja, natürlich. Jetzt bin ich platt. Hey, ist das hier Sparring oder Kampftraining? Wir disponieren um, Champion. Der Junge hat Feuer im Blut. Deshalb trainieren wir jetzt Konterschläge. Okay, Vito, kriegst du das nochmal hin? Das kann dir im Ring eine Menge bringen. Die meisten Typen rechnen nicht damit. Nur unser Pepe, der rechnet mit allem. Oh, was eine dreckige Lache. Okay. Ey! Ja. Nicht schlecht, Mist, das muss zeig dir nochmal zwei davon. Okay, noch eine Vito. Das war nicht gut. Das war besser. Na also, du lernst schnell, Kleiner. Okay, Jungs, für heute reicht's.
Gute Arbeit. Okay. Wie gut kennst du Clementi eigentlich? Ich bin ihm nie begegnet. Ich hatte nur mit Henry Tomasino und Luca Gorino zu tun. Unglaublich, der Schwanz Lucio Gorino lebt also immer noch. Was hattet ihr für eine Abmachung? Wir erledigen ein paar Jobs für sie und werden in der Familie aufgenommen. Für 5 Riesen. Was? Sowas ist typisch für Alberto. Er kriegt den Hals einfach nicht voll. Warum? Ist das mehr als üblich? Ja, genau 5 Riesen mehr als üblich. Man muss nichts bezahlen, um aufgenommen zu werden. Man holt dich in die Familie, sobald du bewiesen hast, dass du loyal bist, was einbringst und dass du mit dieser Art Leben, naja, klarkommst. Jedenfalls sind das äußerst interessante Neuigkeiten. Wenn das rauskommt, werden Alberto und Luca einiges erklären müssen. Und wem? Vergiss es. Wir reden ein andermal darüber. Mhm. Okay, lernen die anderen kennen oder verlasst du den Trainingsbereich? Los, noch mal 20. Ja, machen wir doch mal. Wie geht's, Vito? Ich heiße Sal. War's nicht übel im Ring? Danke. Danke. Apropos, hast du Lust, ein bisschen zu boxen? Nein, nimm's mir nicht übel, aber ich lass mir nicht gern den Schädel einschlagen. Frag Al, der braucht mal eine Abreibung. Ja, danke. Alles klar. Los, du Al? Hey, wie geht's? Ich bin Vito. Weiß ich, ich bin Al. Freut mich. Mhm. Hast du Lust zu boxen? Gut, genauso. Klar, warum nicht? Klar. Okay, legen wir los. Okay, aber mach sachte. Ich bin kein Profi wie du oder Pepe. Mhm, verarsch mich doch nicht. Okay, fangen wir an. Nochmal 20. So. Gut, genau so. Aha. Komm schon. So. Können wir die eigentlich K.O. warm? Los, nochmal 20. Ich hoffe doch. Sonst hat das doch alles keinen Sinn hier. Genau so. Oh, der hat natürlich getroffen. Machst du nicht weiter? Was? Ja klar, hey, komm. Legen wir los. Weiter so. Eine Runde noch. Okay, fangen wir an. Los, nochmal 20. Fertig? Immer noch nicht. Gut, genau so. So, komm. Den noch. Weiter so. Machst du nicht weiter? Nee, reicht. Oh, komm. Das reicht mir fürs Erste. Okay, wie du willst. Wir sind gut genug. Wer bist du? Winston Beetle 2-1 gegen Pepe. Wenn Pepe kein Freund von mir wäre, würde ich die Wette annehmen. O'Neill ist ein verfluchter Psychopath. Ja, auch schon gemerkt. Das haben wir auch schon gemerkt. Okay, da verlassen wir den Los, nochmal 20. Trainingsraum, okay. Hey, wie geht's? Ich heiße Vito. Ah, Sam. Freut mich. Okay, wir haben... Zu boxen? Nein, tut mir leid. Frag Al. Ja, mit Al habe ich schon geboxt. Will ich nicht nochmal. Weiter so. Ah, na, nicht jetzt. Okay. Okay. Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Ah, na, nicht jetzt. Okay, okay. Okay. Das Repertoire aufgebraucht. Jo. Ich will nicht gehen. Wo du hinläufst, Guaylo. Hättest du Augen statt Schlitze, hättest du mich vielleicht kommen sehen, Arschloch. Galanti, hinterhältiger weißer Teufel. Mr. Wu, schön, Sie zu sehen. Hinterhältig? Ihr habt auf euren Mann gesetzt und verloren. So läuft das nun mal in diesem Land. Dann Wu bietet dir Rückkampf an. Ich denke, das lässt sich einrichten. Hast du Lust, Vito? Gegen den Chinesen? Gib ihm den Trittleiter und schick ihn vorbei. Da hörst du es, Wu. Ihr kriegt euren Kampf, wie gewünscht. Aber diesmal keine Chop-Sui-Mätzchen, verstanden? Pass auf, diese Schlitzaugen sind flink wie Wiesel. Es bringt nichts, gleich wuchtige Schläge anzusetzen. Den weichen sie aus. Okay. Oh. Okay. Was soll ich dann machen? Viele schnelle Schläge, damit er müde wird. Dann vergisst er seine Deckung und du haust voll drauf. Ab jetzt, alles zeig klar. Denen, was du drauf hast. Hey, kriegt Vito einen Glückskeks, wenn er euren Mann zum Frühstück verputzt hat? Alles klar, Leute. Ich würde sagen... Du Riese mit Schleppschwanz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.